Mini-Zombie. Hau ab, hau ab, hau ab, verpiss dich. Das tötet mich noch. Ja, verdammt, ja, der tötet mich. Hilfe. Ich habe nur noch 2 Herzen. Das ist kacke. Der kann schnell rennen. Ich soll den nicht angreifen ohne Schwert. Das ist so zau. Hinter dem Baum hier, dann wieder den Turm, da hinten mein Zuhause und hier die Kneipe und Schweine laufen hier auch umher, Tiere. Ich gerade unbewohnt, unser Dorf. Schaffen wir mal ein bisschen Platz und dann können wir hier ein großes Beet anlegen, können hier Landwirtschaft betreiben. Das halte ich doch nicht abwegig, weil das Dorf auch mal mit ein bisschen Nahrung versorgen zur Erde. So, wie wir das Wasser hier reinkriegen, ist dann auch eine Frage, aber das können wir dann erstmal in die Beete ziehen. Wasser ist dann eine andere Frage. Okay, wir haben dort hinten noch einen Badesee, der nicht als Badesee funktioniert, weil verfroren. Da können wir doch mal ein Dingens craften, einen Eimer, und das Wasser mitnehmen. Da kriegen wir keinen Eimer hin. Was brauchen wir denn für einen Eimer? Blumentopf. Kriege ich denn einmal her? Blumentopf wäre vielleicht auch nicht schlecht. Kann man sie in den Blumen ins Zimmer stellen. Da braucht scheinbar ein bisschen Ziegelstein. Ein Eimer hier. Eisen brauchen wir dafür. Ach. Wie viel brauchen wir dafür? Ein 3, wie es aussah, oder? Da fehlt mir eins. Wo kriegen wir jetzt ein Eisen her? Naja. Hüpf mal hier runter und hol mal die 2 Eisen. Vielleicht hat Siegfried hier noch was für uns. Zwei Eisen. Ich bring's dem irgendwann mal zurück, aber ja, vielleicht hätte der ja auch was für uns, der Händler. Hübscher Baum. Siegfried, hast du da was? So, oh, was für ein Zufall, ein Eisenbahn. Und dann können wir uns doch noch unsere Kiste hier, unsere Sache hier, Eimer craften. Das haben wir gerade gebraucht. Okay, wir schlafen mal hier kurz. Am Tage wollen wir arbeiten, nicht in der Nacht. So. Dann geht's weiter, dann schauen wir mal nach dem Felde und bauen wir hier was an. Das ist doch nicht schlecht, wenn man da mal mit Pharma-Wirtschaft anfangen. Das ist doch kein schlechtes Spiel. Oh, Creeper! Geh mir weg. Hau mir ab. Dieser Creeper. Na, will ich ein Loch einhauen. Böse, böse. Müssen wir das wieder zubauen hier. Böser Creeper, böser Creeper. Mach sowas nicht nochmal. Haben wir noch mehr Erde oder was?
kann die Erde nicht gebrauchen. Was soll ich denn mit Erde? Das Feld anlegen. So, ich würde mal hier anfangen. Ach so, Wasser. Ich hole Wasser. Dann fange ich an. Ja. So schaut's aus. Wir werden wahrscheinlich mehrfach hin und her laufen müssen. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, falls ihr es noch nicht wisst, was jetzt so der Plan ist. Ich würde so halt hier so ein bisschen anfangen. Zack, dann ziehe ich erstmal eine Lücke zwischen. Zack. Zack. Nein, das ist das. Ein Bäumchen. So, und dann kommt hier Wasser rein. Zack. Okay, da ja, erstaunlich viel in einem Eimer. Müssen wir nochmal loslaufen. Und machen wir hier die Erde fruchtbar. Wie kann man da dann Sachen anbauen? Oh, da wächst schon Gras. Dann müssen wir das noch einzäunen, damit da keine Monster rüberlaufen. Ist das der Plan? Was wollen wir machen? Ja, die Wassergräben ordentlich durchgebaut. Und dann wird hier der Boden ordentlich gemacht. Zack, zack, zack. Ich hoffe, das schmelzt da nicht zu. Und dass die Pflanzen wachsen auf dieser Höhe, bei dieser Kälte. Ja, andernfalls wäre das unpraktisch. So, ich hole Wasser und befülle das dann hier. Muss ein paar Mal laufen. Ja. Sieht zu in der Timelapse und staunt. Ich hoffe, das Wasser verschwindet da nicht im Boden. Bleibt dort. Eigentlich müsste man ja Steine unten hinbauen, damit das nicht abfließt. Ins Grundwasser fließt, aber ja, ich denke, das geht erstmal so. Müssen wir mal Zaunen um drumherum anbauen. Aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause, Leute. Habe ich mir verdient. Und ja, dann geht es gleich weiter für euch. Geht's gleich weiter. Für mich geht's in einer Weile weiter. Ich glaube, ich brauche eine Weile Aufnahmepause und dann, ja, geht's demnächst weiter. Was ist denn das? Ach so, das ist nur ein Block. Das sah aus wie ein Haus, was ganz weit weg steht. Und dann, hier wird's auch dunkel. Zeit für eine Pause. Bis gleich!
Willkommen zurück aus der Aufnahmepause. Sprechen kann ich wieder mal nicht. Da haben wir angefangen, das anzupflanzen hier. Na, anpflanzen haben wir noch nicht gemacht, aber hier haben wir schon ein Beet gebaut. Und den ersten Samen setze ich einmal rein. Dann würde ich mal sagen, suchen wir mal was nach Zeug, was wir anbauen können hier. Gräser müssen wir hier vernichten, dann kriegen wir Samen. Ist auf jeden Fall nicht falsch. Ich glaube, heute gehen wir auch ein bisschen auf Wanderschaft und gucken mal nach Zeugs, was wir hier anbauen können. Gibt es ja bestimmt Karotten, Kartoffeln und so weiter. Was man halt hier auf dem Beet so anlegen kann. Und ich habe mir auch in der Aufnahmepause ein paar kleine Tipps geben lassen, was man denn da so machen kann bei dem Feld, wie man das so verbessern lassen kann. Lassen klingt so, als würde ich hier jemanden anstellen, einen Gärtner. Eichenholz haben wir hier genug dabei. Da kann man mal schnell einen Rahmen für bauen. Einen Zaun brauchen wir auch drumherum, damit da keine Tiere rumrennen. So, dann machen wir mal das ganz elegant heute. Zaun. Achso, da muss ich jetzt erstmal hier Blöcke craften. So, Zaun. Wie craftet man einen Zaun? Sticks. Neunmal Zaun, das wird nicht unbedingt reichen. Dann machen wir also mehr. So, zack. Auch 27 wird reichen. Den Rest nehmen wir für den Umbau. Da bin ich in die falsche Richtung gelaufen. So. Und dann bauen wir mal das ein bisschen um und gehen dann direkt auf die Suche nach neuen Pflanzen, die man anpflanzen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Ziel für diesen Part oder für den Rest des Parts und für die nächsten Parts dann. Es wird ein Weilchen dauern. Und ja, haben wir ein Ziel. So, da baue ich mal hier einen Holzrahmen drum. Ist zwar, da es in der Erde ist, vielleicht nicht ganz so, ja, gut, aber da kann dann auch der Zaun drauf. Deshalb. Wenn es auch nur zur Verschönerung ist. Zack. Zack. So, immer rum hier. Das Feld hier abgrenzen. Ja, der Baum, der steht da ordentlich im Weg rum. In der Nacht sollte man natürlich auf keinen Fall aufbrechen. Auf die große Wanderung, aber wir werden ja auch erstmal gleich schlafen gehen. Und erstmal das Feld zu Ende bauen. So, machen wir mal so hier. Man kann es auch anders machen. Also, dass die Blöcke andersrum gebaut sind, aber ich mache es so. Und laber mal wieder Scheiße, während ich hier baue. Es wird dunkel, man sieht kaum mehr was. Ich sollte, glaube ich, nach dem hier schleunigst mal hoch ins Häuschen gehen und da mal schlafen. Stein? Wie kommt denn der da hin? Was macht denn der kleine Stein dort? Mein kleiner Stein? Mein Kleinstein? Genau. Habe ich da einen Stein hingesetzt? Sieht so aus. So, da habe ich das Ganze mal umrandet. Und dann können wir da mal morgen einen Zaun drum bauen. Ja, morgen, wenn ich einmal übernachtet habe hier in meinem Haus, so ein Zaun in dieser Art hier. Damit da keine Monster drüber rennen und alles zunichte machen.
Ja, es ist wieder Tag. Und in mein Haus rennen auch bald Zombies und Monster rein, wenn ich die Tür mal offen lasse. So. Zauntor. Und ein Zaun. Ein Bruchstein. So, jetzt habe ich einen Bruchstein drin. 27 Zaunteile. So, dann bauen wir mal. Zack. Ja gut, das sollten wir hier vielleicht wegbauen. Ein bisschen Platz schaffen für den Zaun. So, zack. Damit auch. Ja, mein Handy vibriert hier. Ich kann gerade nicht. Ich gehe dann gleich ran. Ich muss hier erstmal einen Zaun drum bauen. Zack, zack, zack. Schön das Feld beschützen. So, dann kann hier. Oh, da wächst schon was. Kleines. So hier das Zauntor hin. Zack, zack, zack. Die Frage ist, ob das gute Zaundingens reichen wird. Ob ich genug davon gecraftet habe. Andernfalls wäre es ziemlich blöd. So, hier meinen Weg frei machen. Und Erde weg. Jetzt habe ich wieder Erde im Inventar. Warum denn auch nicht? Habe ich ja noch nicht genug. Kann man Landschaften bauen. Warum ich das Zauntor eigentlich auf diese Seite gebaut habe, weiß ich nicht. Man könnte es auch hier hinbauen, auf die Seite des Dorfes. Okay, das wollte ich nicht. Also mal hier rein da. Ein Baum im Weg. Den können wir auch mal irgendwann mal entfernen. Ja, genau. Das nicht gereicht. Im Ernst. Und Zaun kann ich nicht craften. Im Ernst, dafür hat es nicht gereicht. Muss man hier einmal rumlaufen, bis man raufkommt. So, ich craft mir noch ein bisschen Zaun. Bin gleich wieder da. So, dann haben wir das auch umzäunt und den blöden Baum entfernt. Ja, war ja grundsätzlich gut, aber da stand er schlecht. So, das Zauntor mal abbauen. Geht das? Kriege ich das hin? Nein, ich will das Zauntor abbauen. So, das will ich auf die andere Seite. Zack, zack. Zauntor, Eichenzauntor. Davon habe ich genau eins. Ja, da haben wir genug dabei. Das kann man wohl so sagen. So, da kommt man von hier vorbei und dann würde ich mal sagen, hier das Zauntor rein. Zack. Dann kann man hier so durchlaufen und sich um den Äcker kümmern. Hier wächst was. Was wächst denn da? Das sieht aus nach Getreide, Weizen und Samen. Zwei Samen. Haben wir schon das erste Weizen geerntet. So, und gleich die nächsten zwei angelegt. Ackerbau, wie es sein muss. Ja, hier kommt man natürlich raus. Nur hier durchs Dingens, durchs Tor. So, dann suchen wir mal nach was anderem. Was nach Weizen. Vielleicht finden wir auch noch ein bisschen Weizen auf dem Weg. Können wir weiter anbauen. Ah, noch mehr Samen. Das ist gut. Kommt mir gelegen. Kann ich mir mal irgendwann mal ein Brot backen. Keine Samen. Schade. Schade, Marmelade. Da drüben vielleicht noch. Versuche jetzt mal das erste Feld mit Weizen anzubauen, dann wird es ein wahrhaftes Traumfeld. Das ist der Plan. Und in jedem Grasbüschel sind Samen drin. Sonst wäre es ja auch zu leicht, hier ein Feld anzubauen.
Na komm, noch ein paar Samen. Dann kann ich hier weiter pflanzen. Alles Gras abbauen. Ja, der Part sollte auch nicht zu lang gehen, aber ja, wir werden gleich aufbrechen. Ich sag's euch. Ich werde hier nicht nur nach Weizen suchen. Weizensamen. Wenn wir gleich nichts finden, dann ja. Das muss gut sein, werden wir unterwegs vielleicht noch ein bisschen Samen bekommen. Das ist eine Blume. Ich gehe noch hier außen rum bei Siegfried nochmal vorbei. Ganz schnell am Gefängnis. Nein, hier ist recht wenig. Hier habe ich schon alles abgeerntet. Und hier oben im Schnee wächst recht wenig. Naja. Was soll's? Sei wie es sei, hier vorbei. Oh, da geht's tief runter. Stimmt ja, wir leben auf einem hohen Gebirge. So, och, da wächst schon das nächste, wie schnell das hier fertig ist. Bist du schon fertig? Nein, sind nur Samen. Ist noch nicht erntereif. Müssen wir noch ein bisschen warten. Oh, er hat sich alle gebildet. Das wollen wir natürlich hier wieder beackern. Sollten wir auch nicht zu häufig rüberlaufen. Aber gut. So, wir machen uns auf den Weg. Und schauen mal, was wir so in der Wildnis finden. An Früchten. Und Nahrungsmittel. Stecken wir alles ein und nehmen wir alles mit. So, hier noch ein bisschen Getreidezeugs. Nein. So, dann machen wir Geronimo-mäßig den Weg nach unten. Nahrung könnte man sich mitnehmen, aber ich habe ja noch nichts angebaut. Das heißt, wir töten uns auf dem Weg ein paar Kühe und so weiter. Ein paar Schweine und Hühner. Und ja, was soll ich sagen, ich nehme nichts Sonderbares mit. Ich nehme keine Items, keine Schätze mit. Außer die Harke, die habe ich jetzt mitgenommen. Ansonsten, ich dachte, es gibt schon Fallschaden hier. Zack, zack, ein bisschen Mond, das können wir nicht anbauen. Oder doch, können wir da was draus machen. So, da sind wir unten im Wasser. Ich hoffe, es wird nicht zu schnell Nacht. Das wird es wahrscheinlich doch. Dann müssen wir uns noch um die Monster hier kümmern. Samen. Ist gut. Ah, ich hätte das Getreide weglegen sollen. Ja, hätte Fahrradkette. Unser erstes Getreide. Samen habe ich auf jeden Fall ein paar schon. Zuckerrohr. Kann man das anbauen? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keine Zuckerrohr-Anbauerfahrung. Und es wird schon dunkel, wo ich es sage. Na wundervoll, Ski. Nachts hier rumhören. Die Tage sind einfach zu kurz. Ich habe kein Schwert. Ich habe hier nur die Steinspitzhacke. Ein paar Samen. Ja, Sand können wir gebrauchen. Das nehmen wir uns mit. Falls wir mal wieder ein bisschen Glas brauchen. Die Münster. Ich hoffe, dass keine Monster nachts auftauchen. Nicht so viele zumindest. Sonst muss ich mal ins Menü gehen und mal die Monster ausstellen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Okay, 18 Sand haben wir schon. Ich will mehr. Ich brauche mehr. Hier mal den ganzen Strand abtragen. Und den ganzen, also ein bisschen was, wenn wir schon mal unterwegs sind. Such nach Früchten. Da ist Sand eher nicht so das Wahre. Oder kann man Sand anbauen? Hat man Sandtaler? Nee. Spaß beiseite. So 37 Sand haben wir. Dürfte in Ordnung sein. Können wir mal ein bisschen Glas draus machen. Ist man natürlich wieder gefangen unter einem Baum. Das ist praktisch.
wenn man eventuell bald fliehen muss. Ich hoffe, ihr seht noch was. Ist noch genug Licht da? Ach, die Wüste. Die schöne, gute Wüste. Da werden wir bestimmt viele Früchte finden. In der Wüste. Wüstenfrüchte. Hat mich da ein Skelett angegriffen? Oder war das Fallschaden? Ich habe auch nichts zu essen mit. Ich kann mich nicht wieder heilen. Das ist blöd, wenn ich jetzt hier sterbe. Dann lande ich wenigstens wieder zu Hause. Ein bisschen Kakteen mitnehmen. Was damit soll, weiß ich auch nicht, aber kann man bestimmt als Schmuck verwenden. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was man mit Kakteen macht. Ja, hier bringt es bestimmt nicht. Oh, ein Monster. Wüstenmonster. Wir fliehen einfach. Einfach fliehen. Bringt nichts, gegen die zu kämpfen. Nur als Verteidigungsmaßnahme. Die sind schnell, die Zombies. Jetzt sollten wir uns entfernen. Oh, ein Küper. Küperus Maximus. Nachts ist es in der Wüste gar nicht so schön. Vor allem kalt. Schnell weg hier. Zum Glück sind die orientierungslos. Oh, ein Skelett. Guten Tag. Nicht durchs Wasser laufen. Da bin ich nicht so schnell. Das ist ein Fehler, ein tragischer Fehler. Oh, Baby-Zombie. Oh, was habe ich da oben? Ich wurde scheinbar vergiftet oder so. Schnell weg hier. Das war ein Baby-Zombie. So, es wird bald wieder Tag. Ich kann nicht ewig rennen. Ich habe bestimmt schon eine ganze Horde hinter mir her rennen. Ich versuche mal ins grüne Gebiet zu kommen. Irgendwo lang. Und ich hoffe, ich finde dann wieder nach Hause zurück. Man könnte sich ja Koordinaten merken. Oh, nö. Creeperbus! Hau ab! Verpiss dich! Verpisst euch, Leute. Lasst mich in Frieden. Ich renne ja schon. Ne, ich sprinte nicht, aber ich laufe so schnell ich kann. Einmal hier am Strand lang. Ach, wir haben schon immer nach Hause gefunden. Auch wenn es einige Parts lang gedauert hat. Einfach die Nacht hindurch laufen. Die Wüste ist kein sehr freundlicher Ort, aber ja. Am Ende der Wüste gibt es hoffentlich einige Früchte. Ich hätte hier fast einen Pfeil von einem Zombie erwischt. Das habe ich doch hier gespürt. Da ist doch wieder ein Creeperus. Was machen diese ganzen Monster hier in der Wüste? Ach, Mini-Zombie. Hau ab. Verpiss dich. Das tötet mich noch. Ja, verdammt. Ja, der tötet mich. Hilfe. Ich habe nur noch 2 Herzen. Das ist Kacke. Der kann schnell rennen. Ich sollte den nicht angreifen ohne Schwert. Das ist so saudoof hier. Hilfe. Da drüben ist ein Gebirge. Bin ich wieder zurück oder was? Aber ja. Nein. Hau mich ab. Durchs Wasser. Ja, das ist nicht sehr klug, aber ja, sehr gut, Handy. Nicht stehen bleiben, bloß nicht stehen bleiben. Dann drüben ist ein anderes Biom. Ja, ist ja gut. Ich nehme gerade auf. Ich kann nicht. Bitte wär's Tag. Ja, verdammt. Das war ja klar. Ich nehme das Diamantschwert mit und die Rüstung. Auch wenn es weh tut und die. So, mal kurz schlafen. Wieso ist da eigentlich eine Fackel hinter dem? Ja, okay. Haben wir eine Fackel mit dabei. So.
Ich suche meine Items. Ich breche mir in die Richtung auf. Ach, Skelett hinter mir, das fängt ja super an. Ich glaube, das ist mein Diamantschwert. Ich kann mich also verteidigen. Bartkratz. Schnauzbartkratz. So, darunter. Gut, dass wir hier so weit oben wohnen. Kann ich nur ins Wasser runterfallen? Ach, verdammt, schon Fallschaden. Und bevor wir richtig losgelegt haben. Na komm, sachte runter.